Was geht ab, meine Z-Fighter? Oster hier mit dem ersten Video zum neuen Format Team Rating Video. Ganz kurz, was machen wir hier? Ich bewerte eure Dokkan Teams, die ihr mir einsenden könnt. Alle Informationen dazu bekommt ihr im Anleitungsvideo. Den Link werde ich in die Beschreibung setzen. Also fangen wir mal sofort mit dem ersten Team an von Garrix T. Garrix T schreibt: Ey, alles fit, hoffe, bin noch nicht zu spät, komme gerade von der Arbeit. Nee, alles gut, man. Zu meinem Team, ich würde gerne weiter mit Vegeta Super Saiyan 4 und Super Vegeta zocken. Deswegen Mono Agility, Bilder kommen. Alright, hier haben wir auch die Bilder, hier haben wir sein Team quasi. So ist sein Team aus, Super Agility Team. Sieht schon mal ganz gut aus für ein Super Agility Team. Oder Mono Agility Team, es sind nur Agility Charaktere, also perfekt. Wir wissen, Vegeta der Vielfache ist unser Leader. Er gibt Ki plus 3 für Super Agility Charaktere auf jeden Attribut 120%. Und für Extreme Agility Ki plus 1 auf jeden Attribut 50%. Deshalb würde ich auf jeden Fall schon mal zuerst hergehen und Golden Freezer ins Visier nehmen, ihn rauszuholen, weil er Extreme Agility ist und einen schlechteren Boost bekommt des Leader Skills. Aber ansonsten sieht das Ganze schon mal sehr gut aus. Wir haben Vegeta, Super Vegeta in einer Rotation. Goku Blue ist ein guter Charakter, Caulifla ist gut und Tarble kann man auch auf jeden Fall spielen. Aber jetzt schauen wir uns mal seine Charakterliste an und schauen, ob da eventuell etwas besser geht. Und im ersten Anblick sehen wir schon Vegeta Blue. Wir haben Golden Freezer ins Visier genommen. Golden Freezer könnte man eventuell auswechseln, Caulifla und Tarble, heißt 2 bis 3 Ausbaustellen. Golden Freezer würde ich auf jeden Fall schon mal raustun für Vegeta Blue, denn Vegeta Blue linkt sich 1A mit Goku Blue. Ist wirklich ein sehr gutes Duo in dem Super Agility Team. Sie haben jeden Linkskill außer einen, also die in einer Rotation zu halten, lohnt sich auf jeden Fall. Dann wäre vielleicht noch Great Saiyaman gut für das Team, ist ein guter Supporter, Dokkan Direct, Super Saiyan 3 Goku, Dokkan Direct auch gut. Gohan vielleicht, Goku, ja, oder Godku. Alright. Heißt, in seinem Team sind wirklich noch gute Super-Charaktere, die man für das Team nutzen könnte. Jetzt gehen wir aber mal her und schauen das Team grafisch an, um auch zu sehen, wie gut sie sich linken. Let's go. Wir sind auf Dokkan Battle Builder. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, ihr könnt die Seite euch gerne angucken. Shoutout. So sieht das Team von unserem Boy Garrix aus. Und wir merken schon, oh je, Tarble links ja gar nicht. Das sind die Linkskills, Leute, die angezeigt werden. Wer sich mit wie vielen Linkskills mit wem linkt. Okay, Tarble können wir auf jeden Fall rausholen beispielsweise. Und Golden Freezer tun wir auch raus. Er ist Extreme Agility. Das würde ich ungern sehen in einem Super Agility Team, weil er den schlechteren Boost bekommt. Man kann ihn zwar spielen, es war nicht falsch von Garrix. Man kann ihn echt spielen. Aber wenn man weitere Super Agility Charaktere hat, wie Garrix in dem Fall, auf jeden Fall raustun und in dem Fall bei Garrix Vegeta Blue reinhauen. Und wir sehen schon, Vegeta Blue teilt sich ganze 6 Link-Skills mit dem Goku. Das meinte ich. Die zwei linken sich sehr, sehr gut. Bleiben in einer Rotation. Andere Rotation ist Vegeta und Super Vegito. Passt. Jetzt könnten wir eventuell unsere Rotationscharaktere noch auswechseln. Tarble würde ich raushauen. Caulifla kannst du spielen lassen, Garrix. Du hast den Dupe-System auf 12% gebracht. Wenn du sie spielen möchtest, kannst du auf jeden Fall spielen. Denn sie bringt gute Link-Skill, auch wenn sie in Rotation kommt. Hat eine Chance zu dodgen. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt würde ich eventuell hergehen und vielleicht einen Supporter reinbringen. Du hättest den Great Saiyaman. Dokkan Direct gibt der Ki plus 2 und hat eine Great Chance, Attack und F 30% für deine Agility-Charaktere zu geben. Oder du gehst her und Dokkan Direct seinen Super Saiyan 3 Goku und tust ihn ins Team. Warum ihn? Es wäre weitere Unit, der Damage macht. Er linkt sich auch gut mit dem Team, wie wir hier sehen. So, machen wir das Ganze mal so. Boom. Und eigentlich hast du, wenn du die Rotation behältst, Vegeta, Super Vegeto, Goku Blue, Vegeta Blue, keine Key-Probleme. Heißt, du bräuchtest nicht unbedingt einen Support-Charakter in der Form, der Key gibt, sondern du könntest auch Rotationscharakter reinbringen, die Schaden machen. Wie beispielsweise dreifacher Goku, könntest du auf jeden Fall reinnehmen. Caulifla, wenn du sie behalten möchtest. So könnte dein Team zum Beispiel aussehen. Es sei denn, du merkst, okay, ich habe doch Key-Probleme, dann könntest du eventuell eine Goku raus und eine Caulifla, Great Saiyaman mal probieren und in den Nenset wäre auf jeden Fall auch Godku. Er hat halt auch wirklich gute Link-Skills. Aber für den Moment würde ich hier dieses Team hier empfehlen. Heißt, wir tun Golden Freezer raus für Vegeta Blue und Tarble für Super Saiyan 3 Goku. Natürlich tust du Vegeta Blue und Super Saiyan 3 Goku noch Dokkan erwecken. Und wie es in der Meta am besten gehen würde, im Prinzip haut ihr Caulifla raus und dreifachen Goku. Also das beste Super-Agility-Team, mehr oder weniger quasi. Und holt euch 2 Support-Charaktere. Und zwar hauen wir Pan rein, denn sie gibt Agility-Charakteren Ki plus 3, Super-Agility-Charakteren Attack und F plus 40%. Und dann könnt ihr entweder Super Saiyan 2 Gohan raus, reinhauen. Er gibt Ki plus 2 für Agility und Strength-Type, Attack und F 25%. Oder den Bardock, ist auch ein Supporter,
gib Key plus 2 und auf die Attack 30%. Aber so würde zum Beispiel mehr oder weniger das beste Agility-Team, Super-Agility-Team momentan in der Meta aussehen. Rotation haben wir Super Vegeto, hier Super Vegeto und vierfacher Vegeta, Blue Vegeta, Goku Blue und unsere zwei Rotationscharaktere in Form eines Supports. Alles klar. So viel zu Garrick sein Team, schauen uns das zweite Team mal an. Alles klar. Das zweite Team ist von X-Nedo. X-Nedo, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Wir haben ein Hybrid-Team. Hybrid-Team, das erste Gute auf jeden Fall ist schon mal, er hat in seinem Team nur Hybrid-Charaktere, heißt, alle Charaktere bekommen auch den Leader-Skill von Ultimate Gohan. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wenn ich mir das Team so anschaue, Charakterliste habe ich noch nicht angeguckt, beziehungsweise ich habe es angeschaut, aber ihr seht es noch nicht, wir schauen uns das gleich an. Würde da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gehen. Zumal, wenn wir das Team hier angucken, Inia kannst du auf jeden Fall noch Dokkan erwecken und Inia auch. Dane, der hat sein Dokkan Awakening neu bekommen, beziehungsweise sein Rebirth, um es besser zu sagen, kein Dokkan Awakening. Er hat jedenfalls ein Awaken. Wenn du ihn awakest, ist ein wirklich 1A-Supporter für das Hybrid-Saint-Team. Also lass uns mal rübergehen und gucken, wie die Charakterliste aussieht. Denn das ein oder andere könnte man ja auf jeden Fall noch ändern. Gut gesetzt natürlich Ultimate Gohan, Super Saiyan 3 Gotenks, er dann mit dem Rebirth. Und die drei sind auf jeden Fall noch auswechselbar. Gucken wir uns das Ganze an. Und zwar, boom, hier sehen wir schon. Wow, er hat auf jeden Fall noch deutlich bessere Charaktere. Wir haben hier einen Future Trunks. Super Saiyan 2 Gohan, Trunks GT, da geht auf jeden Fall noch mehr. Seal Tanks haben wir, sehr gut. Ansonsten, ja, Goku Jr. kann man auf jeden Fall nicht unterschätzen, sollte man nicht unterschätzen. Zweite Liste, Pan GT als gutes Support und oh je, ich sehe schon, der hat sehr viele Rage Trunks, cool. Er ist auch gar nicht mal so schlecht, Seal Tanks noch einer, alles klar, alles klar. Okay, heißt, man kann an dem Team wirklich was ändern, das will ich auch gerne jetzt machen. Wie gesagt, machen wir das Ganze, wie gerade eben, grafisch auf jeden Fall, let's go. Also, wir sehen schon, das ist das Team von Nero. Linkt sich gut, ja, es sind alles Hybrid-Saiyan, ist nicht schlecht, aber er hat auf jeden Fall noch viel, viel bessere Charaktere. Er hatte einen anderen Super Saiyan Gotenks, das ist der Seal Tanks. Den nehmen wir auf jeden Fall rein, also hauen wir ihn hier mal raus. Dann, wundert euch nicht, das ist der Gohan mit seinem Rebirth, der erweckt ist. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ihn zu erwecken, denn wenn wir ihn uns angucken, dann gibt er für jeden Alliierten, für jeden Verbündeten Attack und Death plus 35%, ist also ein 1A-Rotationscharakter in einem Hybrid-Saint-Team. Also, er bleibt drin, ihn tust du auf jeden Fall noch awaken, bitte. Gotenks kannst du auch awaken, wobei ich Gotenks raushauen würde, denn du hast weitaus bessere Hybrid-Saint, also hauen wir ihn mal auch raus. Und diesen Gohan hauen wir auch raus, denn da hast du auch auf jeden Fall deutlich bessere Charaktere. So, wo ist der Dude hier? Und zwar sind diese deutlich besseren Charaktere diese drei hier. Diese drei hast du noch in deiner Charakterliste und diese drei will ich reintun. Wie sieht das Ganze aus? Und zwar, ihr seht schon, sie untereinander linken sich schon sehr, sehr gut. Aber wir nehmen den Sea Tanks und packen ihn in eine Rotation mit Super Saiyan 3 Gotenks. Eine andere Rotation kommt. Boom. Boom. Machen wir das Ganze mal kurz so. Und zwar, kannst du jetzt in der einen anderen Rotation Ultimate Gohan zusammenhalten mit diesen Trunks hier. Der Trunks bei dir, ich weiß, wie in dem Hidden Potential vorangebracht ist, aber du hast noch weitere Dupes. Ich weiß, ob er SC10 ist. War nicht geordnet. Anyways, was ich damit sagen will, ist, wenn dieser Trunks besser als dieser Trunks ist, dann hältst du den Trunks mit Ultimate Gohan in einer Rotation. Wenn dieser Trunks besser als der Trunks ist, dann hältst du ihn in einer Rotation mit Ultimate Gohan. Ansonsten haben wir hier wirklich ein besseres Hybrid-Team wie am Anfang von Nero. Also Nero, würde ich dir sagen, du baust dein Team auf jeden Fall so aus. Aus seinen Charakteren wäre das beste Team für die Hybrid Saints. Sorry. Du musst natürlich ihn ja noch awaken und dann ist alles gut. Wie gesagt, eine Rotation, zweite Rotation, Rotationscharaktere. Sehr gut. Wie würde das Hybrid Saint Team in der momentanen Meta noch viel besser aussehen? Naja, ganz easy. Im Prinzip hauen wir den Trunks GT hier raus. Und den Super Saiyan 3 Tech Gotenks. Zack. Für den Super Saiyan 3 Tech Gotenks kommt der physische Gotenks rein. Boom, der neue. Und für den Trunks GT, wo wir rauskommen, kommt LR Gohan rein und dann halten wir LR Gohan in einer Rotation mit Ultimate Gohan und Trunks wird als Rotationscharakter quasi. Aber das Team von Nedo, ich habe es dir gerade eben gezeigt, auf jeden Fall noch ausbaufähig und wenn du es änderst, ist auf jeden Fall besser als das, was du jetzt benutzt und du wirst wahrscheinlich das auch merken und mehr Spaß damit haben. Alles klar, auf zum nächsten und letzten Team für heute. Gut, und im letzten Team für heute haben wir das Team von Ebu Eno. Danke fürs Einsenden, Mate. Und wir sehen hier schon, okay, er hat
Vegetto Blue als Leader heißt, ich gehe davon aus, es ist ein Heroes-Team. Denn Vegetto gibt Super-Type-Charakteren, Key plus 3 auf 400, 50%. Er hat Tifangoku drin, passt. Gogeta drin, passt. Ist auch ein Hero. 3-Fall Good Instinct passt auch. Aber, mein lieber Eboeno, was nicht passt, sind Rosé und Janemba. Denn es sind Villains, es sind Extreme-Charaktere, es sind Bösewichte. Deswegen bekommen sie nicht den Boost von Vegetto. Denn Vegetto, sein Leader-Skill, ist nur für Helden, für Heroes. Diese beiden sind es nicht. Deswegen tust du bitte diese beiden raus. Er hat mir seine Charakterliste nicht gesendet, deswegen weiß ich jetzt nicht, was für Charaktere er hat. Aber ich würde es dir auf jeden Fall mal aufzeigen, dass er auf den Leader-Skill achten muss, Leute. Deswegen, lieber Eboeno, dein Leader gibt nur für Super-Type Key plus 3, HP der Runde 50%. Und du siehst es schon, bei Goten steht super dran, bei Gogeta steht super dran, bei Goku steht super dran, bei Vegetto Blue steht super dran. Deswegen bekommen sie den Leader-Skill, aber bei Rosé und Janemba steht Extreme dran. Deswegen bekommen sie diesen nicht. Aber in Sachen Heroes Team, was ich gerne noch aufzeigen will, quasi Eboeno, Message an dich. Ich habe deine Charakterliste nicht, aber du tust dann quasi nur die beiden raus und tust deine anderen zwei besten Hero-Charaktere, Super-Charaktere in das Team rein und dann passt das Team soweit. In Sachen Hero Team aber geht natürlich sehr, sehr viel, Leute. Ich wollte es euch nochmal kurz zeigen. Da ihr jeden Hero nehmen könnt, empfehle ich euch bei Hero Team einfach eure Charakterliste mal anzuschauen und eure 6 besten Hero-Charaktere in das Team zu nehmen. Natürlich dann 5 Vegettos der Leader. Und euch ein Hero-Team zu bauen. Mein Hero-Team, besser gesagt, würde zum Beispiel so aussehen. Das ist doch insane. Schaut euch das Team mal an. Kranke Hero-Charaktere. Mich würde interessieren, wie denn eure Hero-Team aussehen. Könnt mir gerne Kommentare wissen lassen. Oder ein Screeny senden. Ein Screenshot auf Discord, Twitter oder Instagram. Wie gesagt, da geht wirklich einiges. Ich wollte euch damit nur aufzeigen, dass ihr auf jeden Fall bei solchen Teams auf den Leader-Skill achten müsst und dass bei solchen Teams, bei Hero-Villain, wirklich viel geht, weil schaut mal, wie viele Hero-Charaktere es gibt. Mein Vorschlag immer hier ist, nehmt einfach in dem Fall eure besten Hero-Charaktere und packt sie in ein Team. Alles klar, Leute. Dann wär's das quasi von dem ersten Ich bewerte eure Dokkan-Teams-Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, eventuell lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr noch gerne sehen wollt. Ich habe 3 Videos nur dran nehmen können, das geht schon, glaube ich, über bis in 10 Minuten. Deswegen wird es in Zukunft auch so, wie gesagt, 3 bis 4 in einem Video kommen. Wollt ihr auch so eine quasi, dass ich euch bewerte von, sagen wir, Punkten, 10 von 10 Punkten vergebe, dann würde ich das so machen, ja. Ein Punkt bekommt das Team pro richtig gesetzten Charakter. Heißt, hier hätten wir ein Hero-Team beispielsweise, wir haben 1, 2, 3, 4 Hero-Charaktere, also schon mal 4 Punkte. Und die restlichen 4 Punkte, also wenn es das ganze Hero-Team wäre, dann wären es 6 Punkte. Aber die restlichen 4 von 10 Punkte würde ich dann für die einzelnen Charaktere geben, wie gut sie sind beispielsweise. In dem Fall wäre es, wenn wir mal uns angucken, Hero-Team sind 4 Stück gesetzt in einem Hero-Team, also kriegen schon mal 4 Punkte unser Boy Eboeno. Und die Charaktere an sich sind sehr gut, noch nicht Dokkan erweckt, also würde ich da nochmal einen Punkt draufsetzen, sage ich 5 von 10 Punkten. Quasi. Um es den anderen auch gerecht zu machen, um die anderen nicht zu vergessen, bei Neros Team ist ein vollwertiges Hybrid Saiyan Team. Die haben 6 Hybrid Saiyan, also schon mal 6 Punkte dafür. Jedoch wären noch 2 Charaktere auswechselbar. Also könnten sein Team besser gestalten und einen könnte man awaken. Also würde ich ihm 7 von 10 Punkten geben, sage ich mal. Bei unserem Boy Garrix wäre das so. Garrix hat ein vollwertiges Agile-Team. Ich würde Freeze auf jeden Fall auswechseln und Tabel. Also würde ich ihn zum Beispiel, er hat auch bessere Charaktere, auch 7 oder 8 Punkte geben. Worauf ich hinaus will, wollt ihr auch so ein Punktesystem sehen oder hat es euch so gefallen, dass ich eure Teams hier angehe, euer Team euch anschaue, sage, wie das Team ist, wie das Team eigentlich funktionieren sollte, eure Charakterliste angucke, schaue, ob man da was auswechseln kann und euch das Ganze dann grafisch vermittle mit den Linkskill und so weiter und so fort, wie das besser geht mit euren Charakteren, mit eurer Charakterliste und wie es in der Meta am besten aussieht. Ich würde ganz gerne eure Meinung dazu wissen, wie euch das gefallen hat, das neue Format. Wie gesagt, das gibt es jeden Samstag, jeden Freitag könnt ihr mir eure Teams senden. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Bis dahin, haut rein, wir sehen uns. Peace.